Okay, also kleine Info. Wir haben keine Chance gegen die Armee. Also nicht den Hauch einer Chance. Was wir aber versuchen können, ist, einzelne Einheiten komplett zu killen. Ja, vielleicht finden wir irgendeine Value-Einheit, die wir killen können, weil dann muss er anhalten und rekrutieren und wieder auffüllen. Das trifft ihn Ja. am meisten. Einen Aber wir haben Commander keine rausnehmen Chance. vielleicht Die auch, ne? Schlacht hier ist, die Schlacht ist total imbar. Die KI wertet halt diese Verteidigerposition viel zu stark. Und deswegen hat Maurice hier einen Pyrrhus-Sieg in der Anzeige, aber de facto ist das nicht zu schaffen. Wir Dann müssen stellt sich aufpassen, einfach die kommen vor, wo von unsere links drüben, ne? Versorgungsarmee kommt. Ja, der wartet auf die Versorgungsarmee. Der wartet, bis die da ist. Ich verstehe es, ich würde es auch machen. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen beim Ingame hat, stört, das ist der erste Kritikpunkt, der mir gerade stark auffällt, durch das Multiplayer Ingame hat, seid ihr bei mir links oben angezeichnet und dieses Multiplayer hat geht über die Ja, Karteikarten der ist ein bisschen doof. Einheiten drüber. So, das müssen sie auf jeden Fall noch fixen. Das sollte nicht so bleiben. Ach, man kann die Spielerliste einfach einklappen. Ich bin ja ein Idiot. Ich glaube, heute Nacht, wenn ich aufwache, werde ich einfach so denken. Aber das ist doch klassisches Warhammer-Feeling, oder? Ja, Diese absolut. Ja, 1%-Movement und die absolut. KI hat sie immer und du hast sie Ja. nie. Ich war mir auch 100% sicher, weil ich habe vorher extra noch super nah rangezoomt, so mein Ja, Bildschirm aber sein lassen so. guck mal, Johnny, dein Charakter beim Gehen hat sich ein bisschen verschluckt und ein bisschen Mit den gekurzt und dann hat er so Fernkämpfern einen halben übrigens, Schritt nach hinten. ganz kurz mit den Ja. Fernkämpfern immer auf den Helden ballern. Ja, Immer auf das den ist der Helden Plan. ballern. Das ist auf jeden Fall der Okay. Plan. Rengturm schießt auch vollautomatisch. Dem kannst du kein Ziel Und zuweisen, oder? den kannst du steuern. Das mache ich jetzt gerade. Siehst du hier zum Beispiel auch ganz gut. Wir bewegen uns ein bisschen hier hin. Ich stehe hinter einem Turm, ich fühle mich sicher. Ich meine, wenn er das macht, wenn er hier weiter vor sich hinhängt und dauernd halt Turm frisst und wir immer mehr quasi Ressourcen sammeln, dann ist das nur gut für uns. Ja, und ich baue jetzt mehr von diesen Raketentürmen. Das sieht gut aus. Was ist denn das da hinten für eine einsame Einheit, die dann von hinten in so einen Rücken fallen wird? Oder sind das die Sachen, die geflohen sind? Nee, die sind Das ist geflohen und die hetzen den ja. hinterher. Ich glaube, der hat einfach zwei Einheiten vergessen. Ja, nee, aber Ja, der das ist ein vergisst ihn Kom zu das ist steuern, ein das ist ja. von Jules. Das ist nichts vergessen. Jules macht den gerade. Das ist ein fliegender Geschossstreitwagen. Der fällt uns in den Rücken. Ah, okay. Der hat nichts. Das ist Aber da Maurice. steht eine Einheit Hellebarden vorm Tor. Ja, ich ziehe einen meiner Bogenschützen dort in die Nähe und die anderen lasse ich hier. Achtung, die Bogenschützen, der zaubert sein Portal Ja, da ich drauf. laufe, ich bewege die schon. Die sind schon in Bewegung. Die waren Und schon in immer. Bewegung, als er es platziert hat, aber die sind leider nicht so. Und nicht vergessen, immer in die Richtung bewegen, in die die Einheit gerade guckt. Ne? Alter, die haben sich einfach nicht bewegt. Warum? Ja. Lagen die einfach Wahrscheinlich nur mussten rum? die sich erstmal drehen, ne? Nee, Hintereinander. die waren schon in die Richtung, also die waren schon in die Richtung am Ja. Laufen, aber die sind, Ah, okay. als er gezaubert hat, direkt gebrochen und haben sich deswegen nicht mehr bewegt. Ja, aber Da der kommt was Rest. hinter uns, Johnny! Achtung, die Kaff mit gegen die Kaff, ne? Wir haben den Helden hier. Wir haben ein ganz anderes Problem. Dodge it! Schwierig. Dodge it! Run! Run! Oh boy. Aber ich meine, Nordturm sieht ja gar nicht so bad aus. Ne? Ich meine, er macht halt die Türme mit seinem Char kaputt, aber wenn du da ein bisschen drauf schießt. Kriegen wir den einfach nicht tot? Nee, kein Stück, aber das sieht wenigstens gut aus. Na, wenn es zumindest gut aussieht, dann ist ja alles super. Ja, ich schieß drauf, aber. Ja, ich weiß, ich weiß. Sieht auch gut aus. Ja, ich fühle mich auch sehr episch, während ich das mache. Ich finde Ja. das auch nett von Maurice, dass das extra so lange aushält, damit ich mich länger episch fühle. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, wo der Turm kaputt ist. Ja, ich auch. Aber ich laufe einfach mal ganz böse. Nee, der läuft jetzt, der Und dreht dann. sich jetzt gleich und dann sind wir Geschichte. Noch hat Ja, er den das Char auch. nicht ausgewählt, aber gleich wird es ihm auffallen. Und Wir müssen ja dann. die ganze Zeit in Bewegung bleiben wegen kommender Vortex. Also, er ist Okay. geflohen. Kriegen wir ein neues Türmchen? Ja, ich baue jetzt einen neuen Raketenturm. Guck mal, wir bekommen noch Liebe, Johnny. Ja, Wir ich wurden freue mich auch nicht voll, aber zurückgelassen. währenddessen ist beim anderen Turm. Ich glaube, der Kavallerieausfall ist sehr mutig. Wie er Schiss kriegt und dann noch seinen Helden da hinten rumcampen lässt, ne? Alter, das ist doch jemand. Bei Counter-Strike versteckt er sich die ganze Zeit irgendwie. Ist Und taktisch campt irgendwie klug. rum, ne? Ja, genau. Wir kriegen jetzt übrigens einen Army Loss, weil wir zu viele Einheiten verloren haben. Die Stadt ist jetzt eh verloren. Meine Kavallerie, haut ab. Ich kann nichts mehr machen. Eine Einheit ist gestorben. Juhu, eine.
Maurice wird jetzt hier voll prahlen, seht, ich habe gesiegt. Ja, aber er hat ja auch gesiegt. Es ist ja auch fair, es ist ja auch richtig. Und eigentlich ist es ja auch ein taktischer Lose gewesen. Weil wenn sie jetzt sie haben die erste Schlacht quasi gewonnen, aber sie werden den Krieg verlieren. Das macht man taktisch so, damit sie sich in falscher Sicherheit wägen. Und dann werden sie unvorsichtig und stolpern ein paar Mal. Und dann fehlt ihnen diese 1%. Und wir werden diese 1% dann hoffentlich haben. Also ich glaube... Haben die eine Vorhutaufstellung? Die Quetscher haben es auf jeden Fall. Also alles da hat das. Ich kann mich hier vor einer der Hauptdinger packen und kann mit den Quetschern da relativ weit vorne stehen und da ein bisschen auch androhen, dass ich reinsprinte. Die sind ganz rüstungsdurchdringend und gegen große Feinde. Und also halt rein raus, ne? Das ist halt das. Das vielleicht, dass ich den Punkt hole. Das rechts steht, das würde ich übrigens noch, oben rechts hinstellen. Das sind echt hübsche Oger, also. Danke, ne? Die haben echt, also. Ausgewählt. Sieht aus, als hättest du auch ordentlich an der Rückenbehaarung gearbeitet mit ein bisschen Schlamm. Ja. Zwei, eins. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ernsthaft vergessen. Ja, also der Hauptaufgang, den würde ich aber tatsächlich nicht wollen, ne? Sondern links scheint sehr offen. Rechts scheint sehr umkämpft, links scheint sehr, sehr offen. Achtung, der hat eine Fliegereinheit mit den Säbelzahntigern direkt loslaufen. Komm, lauf in meine Ogre rein, da in meine Zerquetscher. Wer hat die Säbelzahntiger? Die Säbelzahntiger rechts. Hier, da. Schnell weg, lauf zu mir. Ah, ich will da nicht rein, da sind zu viele Einheiten, da kommen wir nicht durch. Ich umlauf das mal ganz frech. Ich hab hier schneller. Links einen kompletten Durchmarsch. Lauf hinterher. Jawohl, nice, sehr gut. Schieb mal ein bisschen nach links, ne? Ja, bewegen sie sich mit. Auf jeden Fall hier schon mal oben. Bewegen sie sich jetzt mit. Wollen wir das hier schon spielen oder wollen wir noch einmal zurück? Na, ich will ihm gleich in die Flanke fallen, wenn der da schön offen ist. Ja, dann mach ich doch hier meine offene Position. Ja. Lauf ihm doch mal durch die Mitte in den Rücken oder so. Ja, also wir sind hier richtig schön im Rücken. Wir sind reingelaufen seitlich, ja. Okay, gut. Frighting Bull, du hast links noch dieselbe Zahntiger, wenn du damit zur Hilfe gerade in Bewegung gesetzt und ihn zieht gerade rein. So, wenn die sich jetzt auch noch nach vorne drehen würden, wäre das ja Weltklasse. Ah, Pia macht das perfekt mit den Fernkämpfern reinschießen, wo der Gen steht, der da schön für Unruhe bei den Einheiten sorgt. Ich glaube, Commander ist prinzipiell sehr, sehr nie alleine. Schlecht. Aber ich habe noch, Die Säbelzahntiger müssen jetzt oben links den letzten Punkt einnehmen. Ich habe gleich die Piazza. Den einen Punkt da drüben haben wir, da bin ich mit drauf auf den komischen Dingern. Ja, nice, ja. Der fällt gleich. So, wo wäre denn noch ein Siegpunkt? Ah, den hole ich mir auch noch, den Siegpunkt da hinten. Da ist nichts mehr, was mich aufhalten kann. Okay, das war's. Nice. Super, es ging ja richtig schön schnell. Haben wir cool hinbekommen, Leute. So wird's gemacht, schnörkellos zum Sieg. Ich muss jetzt ganz kurz mein Ego polieren gehen. Ich will gar nicht so viel in der Wunde gerade rumbohren. Natürlich. Aber ich würde jetzt gerne nochmal über die Definition von den Maurice machen sprechen und was das jetzt genau bedeutet, dass du gesagt hast, diese Schlacht hier soll den Maurice machen definieren. Ja, dann definieren wir es doch als heldenhaft, sich gegen Schurke, gegen tollkühnen Hass von schurkischen Menschen stemmen. Selbst wenn es nichts bringt, trotzdem halt für die gute Sache eintreten. Als Dämonen. Ja. Die gute Sache ist Chaos-Dämonen. Ja, also als Oger bist du doch kein Deut besser. Hallo? Was ist das denn jetzt? Also bitte. Ich würde sogar sagen, dass Zinch eigentlich moralisch erhabener ist als die Oger, weil Zinch steht wenigstens für Veränderung und Intellekt. Für Veränderung und Intellekt. Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Ja. Wenn man Gebäude, also seine eigenen Siedlungen niederreißt, ist das dann so, wie als ob man das Salz auf die Felder streut, damit die Gegner die Felder ja nicht kriegen, aber man selbst will sie auch nicht mehr? Ja, das klingt doch sehr einfach die Siedlung auf. Also da sind halt einfach keine Gebäude mit drin und das Ding kann halt komplett neu besiedelt werden mit allen erdenklichen Kosten und Konsequenzen, aber du bekommst halt auch diesen einen Punkt pro Runde nicht mehr. Das war eine rhetorische Frage. Alles gut. Okay. Ich wollte uns wissen, keine grundlegende... Weißt du, ich wollte nur sticheln. Mensch, die sie ist... Immer wenn du denkst, stellt Pia eine ehrliche Verständnisfrage, ist die Antwort, nein, sie will dich trollen. Ja, und da läuft es bei mir halt komplett auf Grund, weil ich werde diese Frage beantworten.
damit sie jeder versteht. Ich muss schon sagen, du hast jetzt wirklich gerade sehr effektiv und sehr beschämend für Pia den moralischen Highground geclaimed mit deiner entwaffnenden, ehrlichen Offenheit. Ich bin ein Ogre, ich lasse mich nicht entwaffnen. Auch mein Kopf ist eine Waffe. Also ich muss sagen, ich bin halt, ja, also ich bin schäbig. Voll auf mich. Ich bin wirklich schäbig, was Sprüche angeht. Ich mache wirklich, wirklich schäbige Sprüche, aber ich spiele nicht schäbig. Und ich glaube, das könnt ihr Chat so unterzeichnen. Ich stelle nicht im letzten Moment um, ich cheese nicht, ich spiele ehrenhaft, ich mache nur echt schäbige Kommentare. Ich spiele keine schäbigen Ogre, es sind hungrige Ogre. Sagen, wer wagt es? Es sind Helden. Ja, also ich weiß auch gar nicht, was mit meinem Streamchat passiert ist, dass literally einfach Maurice einfach ein fucking Chaos-Dämonen spielen kann und das in Ordnung ist, so. Und aber die Ogre plötzlich Ogre sind doch nicht hinterlistig. Ogre sind stumpf. Ich bin sehr zufrieden mit den Kämpfen. Ne? Ich bedanke mich für eure rege Anteilnahme. sehr zufriedenstellend. Also grundsätzlich ist jetzt so, wir werden die Schlacht jetzt hier safe verlieren, weil seine Einheiten einfach more healthy sind. Aber wir kriegen es ordentlich runtergeprügelt und viel wichtiger, WB, du bekommst in der nächsten Runde die obere Stadt. Und du musst ihm die obere Stadt abluchsen und dich dann oben in die Stadt reinsetzen, weil er wird jetzt, wir müssen ihn jetzt so schwächen, dass er quasi sich die obere Stadt nicht zurückholen kann. Und dann haben wir quasi den Trade gemacht, dass hier jetzt beide Armeen zerschlagen werden, aber du in der Zwischenzeit oben noch eine Stadt von ihm geklaut hast und dann bauen wir uns wieder auf und das sollte dann worth it gewesen sein. Also ganz kurz noch zur Erklärung. 1 Meter Höhenunterschied bei Warhammer 3 macht beim Infanteriegefecht einen Unterschied von bis zu 30% auf Nahkampfangriff und Damage. Und also 1 Meter Höhe ist ungefähr so hoch wie so eine, im Nahkampf ist ungefähr so hoch wie so eine Unit halt hier ist. Ne? Beim Fernkampf erreicht ihr den maximalen Vorteil von 30% bei 40 Metern Höhe. Das wäre zum Beispiel auf einer sehr hohen Mauer oder zum Beispiel hier oben so oder bei einer fliegenden Einheit. Also der Vorteil ist einfach so gewaltig, vor allem weil gegnerische Einheiten, die hochlaufen, kriegen halt nicht nur, also die kriegen dann außerdem noch, die müssen erstmal hochlaufen. Warte mal ganz kurz nur, weil wir müssen die Armee nach hinten schieben und uns rennt die Zeit davon. Da vorne ist immer noch Armee, die nicht da vorne sein sollte. Ja, wer hat die denn? WB, du musst die nach hinten schieben, schnell. Nach hinten, zur Aufstellungszone. Weiter, weiter, weiter hinten. Ja, das ist zu spät. Lauf zurück, genau so ist okay. Ja. Komm einfach. Das ist die offizielle Zeichen für Artillerie, oder? Ja. Ja, die Armee da hinten ist komplett ripped. Die ist einfach zu spät gewesen. Die ist dann. Den Streitwagen hat er auch noch, der kann ja auch noch ballern. Aber der Streitwagen hat nicht so viel Muni. Da der Seelenzermalmer, das ist seine Art. Oh, er kommt mit dem Helden. Da steht noch eine Einheit Ogerbullen, WB. Schick die mal schnell zurück oder gib mir die, dann ziehe ich die zurück. Er schießt schon auf dich. Die hat dich mitgezogen. Ja, passiert. So, gib die mir. Ich. Oder so. Wie gebe ich dir die? Ja, ist egal, lass jetzt einfach. Kannst generell Einheiten quasi markieren und dann unten links unter dem Symbol ist Einheiten. Ja, zu spät. Ja. Einfach laufen. Das ist auf jeden Fall sein Held, der da die Lags bei uns verursacht. Der Schlagang kommt dazu. Noch 41 Sekunden, bis die Verstärkung kommt, ey. Das war echt ärgerlich, wo die Verstärkung da platziert wurde, ey. Das ist echt, also auch wie das zustande kommt, verstehe ich nicht. Man muss es sagen, er ist in der Stadt, er macht den Ausfall und deine Verstärkung startet hinter ihm. WTF, also da steht keiner. Truppen. Alter, meine Armee ist immer noch nicht da. Ja. Das ist insane. Ah, warte mal, ich kann Einheiten. Oh Gott, ich habe gerade aus Versehen Einheiten wieder zurückgeholt. Man kann Einheiten zurückholen. Ja, geht. Seit wann geht das denn? Yo, das wird jetzt ein Spaß, das neu zu sammeln. So, ich geb dir mal ein paar Sachen, Günther, ne? Jojo. Weil du reagierst, glaube ich, auch ganz schnell gerade. Alter. Es leckt. Was ein Leckfest. Alter. Ich kann gar keine Einheitenbefehle setzen, weil das so heftig leckt. Krass. Also hier ist actually hat sich, der Rechner hat sich gelohnt, ne? Das habe ich heute schon mal gehört. Nee, aber ich spiele auch alles auf Giga Niedrig. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es eher ein Sync-Fehler ist tatsächlich, als dass es ein Rechnerfehler ist, weil mein Rechner dürfte eigentlich nicht jammern. Aber jetzt sieht es gar nicht mehr so schlecht aus.
so ein bisschen Value halt killen und die Front oben links so ein bisschen zu stabilisieren, dass wir ihn da so ein bisschen in die Mangel nehmen können und die Einheiten aufreiben. Ich habe so ein cooles Fahrzeug und das ist so eine Schnachnase. Was ist das? Das ist ja wie so ein Rollator von einer alten Frau. Was? Das ist eine Zeitlupe. Wir sind jetzt da. Aber es sieht actually cool aus, ne? Ja, komm, also... Pff. Aber sein Kommandant stirbt da gleich, wenn er das so weitermacht. Ja, den erwischen wir auch. Und dann gibt's hier einen schönen Army-Lost. Und Leute, wir schaffen das noch. Hinterher, hinterher, hinterher. Komm mit allem was... Hat irgendjemand noch Fernkämpfer für den Kairos? Komm, hinterher. Hinterher, da sind Fernkämpfer. Ist, ist drauf, ist drauf. Alles, alles, was ich steuern kann, ist auf dem drauf. Alter, was ist das für ein Gemetzel? Und sie spielen sehr schlecht. Haben sich ein paar Mal verschoben. Wir erwischen den. Er fliegt da oben, ne? Er fliegt da oben. Er ist nicht gegangen. Ja. Den kriegen wir, wenn er da oben bleibt. Ja, nice. Okay, die eine Front ist down. Front oben links geht down. Der, der wird nur noch von Magie zusammengehalten. Mehr hat er nicht mehr. Ja, aber das ist bei 10 schlimm genug. Ja, aber der hat so viel Ausweichungswert. Like, ich schieße ja, da drauf und ich treffe ihn gefühlt nicht. Nicht nur gefühlt nicht, ich treffe ihn nicht. Ah, er kommt runter, Leute. Er kommt runter. Er kommt runter. Er kommt runter. Kriegen wir den da reingecharged? Was für ein legendäres Game. Ja. Was macht er denn? Er ist schon unten. Er ist in meinen Einheiten drin, die ihn angreifen. Die fand er nicht so toll. Aber dein anderer Boss ist auch keiner. Ja, ich habe leider jetzt einen anderen Boss in meinem Gesicht und der ist nicht so gut. Ich slow seine Einheiten jetzt und dann laufe ich. Also ich schleiche. Ja, ich charge einfach mal den Boss an, vielleicht kann ich es mehr belohnen. Okay, mein Commander, die machen jetzt Commander-Hate. Und Maurice Commander hat ein bisschen bessere Möglichkeiten zu laufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Boss ist aufgehalten. Ja, aber meiner auch gleich. Das wäre extrem kritisch. Lauf! Er ist kurz vom Army-Loss, glaube ich. Ja, ich bin kurz vorm Brechen. Er ist kurz vorm Army-Loss. Ich bin kurz vorm Brechen. Nein, ich bin gebrochen! Nein, ich bin gebrochen. Amilos, Leute, einfach nur. Ich bin gebrochen. Ja, der jagt mich, er jagt mich. Wir gewinnen das, wir gewinnen das. Nein, nein, er jagt mich. Wenn er meinen Commander da rauskriegt, habe ich ein Problem. Ich brauche Hilfe. Ja. Ich brauche Hilfe. 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 Nein. Komme. Nein, er mobbt mich. Er mobbt mich. Nein, er hat meinen Commander getötet. Wir schaffen das aber. Wir schaffen das noch. Leute. Wir schaffen das. Sein Commander hat meinen getötet. Also der Vogel ist der Commander. Sein Schicksalsfehler ist gerade abgehauen. Das war's. Das verlieren wir jetzt. Dass wir der das Dude jetzt gestorben wir ist. Gewonnen. Wir haben es fast gewonnen. Ja, ja, aber unsere Krieger fliehen er ist jetzt down. Wegen Moral Loss. Nein. Die fliegen nicht. Ja, aber sein Herrscher des Wandels ist noch da, Leute. Das macht nichts, den erwischen wir auch noch. Chasen. Nee, das war nicht Maurice, der mich gefressen hat. Den hat er Murp gegeben. Murp hat mich gefressen. Aber ich find's auch nicht nett, dass er da jetzt nur, weil er fliegen kann, auf jemanden im Rollstuhl geschlagen hat. Das war jetzt nicht so nett. Das war schon sehr lau. Ach, wir haben doch noch so viel Armee. Ja, dann ist ja voll entspannt. Ich dachte, ich bin... Das ist halt voll entspannt. Wir gewinnen das noch, Leute. Komm, dann wurde nur ich rausgemobbt, okay? Gut. Ja. Dann ist ja super. Haben was gegen dich. Nee, das ist perfekt. Sollen sie sich auf mich konzentrieren, habe ich alles richtig gemacht. Amilos ist da! Amilos ist da! Es ist Amilos! Ist es? Amilos! Nein, er hält sich nochmal! Nein! Oh! Doch, Amilos! Oh! Amilos! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Als ob wir das noch gewonnen haben! Wir haben das locker gewonnen. Als ob wir das noch gewonnen haben! Und jetzt kommt das Geilste. Er hat nur Dämonen als Truppen. Alle Armeen von ihm sind vollständig vernichtet. Du kannst einfach so in die Stadt reingehen ohne Gegenwehr. Ach so, Dämonen lösen sich auf. Vielleicht hat er noch ein bisschen Kaffee übrig oder so, aber guck mal, der Seelenzahmeimer, den kriegen wir auch noch. Oh, komm hier, close up. Guck mal hier. Das ist einfach Essig. Dieselbige, glaube ich. Das ist brennender Essig. Das ist Essig, der brennt. Merkwürdig, ne?
Nee, er hat wirklich alles verloren. Holy shit. Er hat alles. Oh mein Gott. Jetzt ist die wichtige Frage, Maurice. Spielst du morgen noch mit mir? Ich muss, glaube ich, nochmal drüber schlafen. Aber dann ist ja zumindest Günther nicht dabei. Das ist, ich habe ja das Gefühl, sehr viele der schäbigeren Impulse hier haben eine eindeutige Quelle. Das stimmt überhaupt nicht. Aber mein Chat hat gerade geschrieben, der Moment, wo ich geschrien habe, ich bin gebrochen, hat Maurice wohl gesagt, der feige Sack. Das ist schön. Ich habe gutes Timing, was das angeht. Nee, aber ich muss hier wirklich so ein bisschen, also ich muss hier so ein bisschen eine Lanze brechen. Ich finde nicht, dass Günther schäbig, also Günther ist sehr diplomatisch und sehr strategisch, aber er ist nicht die schäbige Stimme in diesem Team. Hallo, ihr redet über mich. Ja, genau, Johnny. Hallo, Johnny. Guten Tag. Ich bin gerade rausgegangen, weil ich mich verabschieden wollte, weil meine Hunde pinkeln gehen müssen. Oh. Und ich nicht will, dass die hier jetzt weiter Stress kriegen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich ogere mich davon. Und ich hoffe, Maurice hat mich bis morgen nicht auf WhatsApp blockiert.